Ein weiterer wunderschöner Tag hier im Wald, liebe Freunde. Ich weiß nicht, 26, 27, 28 Grad oder so. Und bevor jetzt die ein oder andere sagt, ja, für September ist das viel zu warm oder wie auch immer. Es gibt ja immer einen Grund zu meckern. Entweder zu kalt oder zu warm. Total geil, Alter. Genieß es doch einfach mal. Ja, kann man da eh nicht ändern. Und besser als jetzt kalt, Schnee, Regen, frieren und so, ne? Ich finde das total cool. Das ist doch schön, wenn man noch ein paar warme Tage immer hat, die man genießen kann. Und dann geht ihr raus in den Wald, um euch zu stärken für die nächste Computer-Session, die ansteht. Wie bei uns ja zur Zeit Icarus, ne? Habe ich ja einen Server mit 6 Slots, also 6 Leute können da mitspielen. Quasi, ne? Aber erster Platin-Status und bevor der jetzt wieder gereiert wird. Ja, Platin-Status viel zu teuer und sowas. Ja, das, ich weiß, das ist alles so beabsichtigt, liebe Freunde. Immer wenn ich irgendwas mache, dann hat das auch Hand und Fuß. Bei Icarus nämlich so. Da kannst du nicht jeden Hans und Franz irgendwie rauflassen, weißt du? Weil das Spiel ist ja erst nagelneu so umgesetzt worden, so gepatcht worden, dass es im Multiplayer halt funktioniert. Und naja. Da gibt's keine Schlösser, gar nichts, Alter. Du kannst dein Pferd nicht abschließen, ne? Deine Klappergans kannst du nicht abschließen, deine Truhen nicht, deine Türen nicht. Da kann einer mit einem Bauhammer vorbeikommen und da eben kurz seine Wände einreißen und so. Also, ja, schwierig, ne? Also wir spielen PvE, aber ich will mich nach wie vor so Rabauken schützen, liebe Freunde. Die es ja immer mal wieder gibt, ne? Da kommen, also, wenn ich da nicht Platin-Status, also Paid, ne? Eine Paywall installiert hätte, dann wären sowieso gleich wieder irgendwelche Leute darauf gekommen und hätten uns dann kaputt gekloppt, so die Häuser und sowas, ne? Und das, ja, yeah, das, da schütze ich mich dann durchs Paywalls, ne? Dass der ein oder andere es nochmal verstanden hat. Oh, guck da mir den Haufen hier schon wieder an. Ja, ist schon wieder alles scheiße hier, wa? Genießt doch mal das Grün. Und wenn ihr zu Hause hängt die ganze Zeit, vielleicht nicht aus dem Bett kommt oder wie auch immer, so schicke ich euch wunderbare Bilder aus dem Wald, liebe Freunde. Tief Luft holen. Wunderbar. Ja, was liegt noch an? Wir feiern ja derzeit auf Tibiatsch 3 Jahre Armut. Ja. Zeitgleich hatte ich ja gesagt in dem Short-Video, dass da die Webseite down ist, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Weil alles ist bei mir fixiert auf meine Webseite lpschmiede.de und die ist down gegangen, Alter. Ich denke, oh nee, ist schon wieder um oder was? Weil ich selber buche immer Sachen für ein Jahr. Wenn du alles auf ein Jahr buchst, sag ich mal. Oder generell, wenn du länger buchst irgendwelche Sachen, dann ist es ein bisschen günstiger, kriegst du ein paar Rabatte oder sowas, Prozente. Deswegen versuche ich immer alles im Jahr zu buchen. Ja, meine Kfz-Versicherung habe ich auch zum Beispiel im Jahr, weil du dann halt ein bisschen Prozente kriegst, Junge. Ein bisschen sparen kannst du dir auch immer. So ist es auch bei so einem Webserver. Und der kostet halt um die 200 Euro. Ja, ist natürlich doof, ne? Für mich jetzt. Da mein Kanal ja so voll abgerauscht ist und so. Die ganzen Scum-Leute sind sauer und sind weg jetzt, ne? Die kennen mich ja alle irgendwie überwiegend von dem Spiel Scum halt, ne? Und wenn du dann dein Hauptspiel auf einmal nicht mehr spielen darfst, dann ist das natürlich doof und die Hardcore-Scum-Fans, die wenden sich dann von mir ab, weil ich kann ja nicht mehr liefern. Ich kann ja keinen Content mehr liefern, also was willst du denn machen, ne? Ja, und so sind wir jetzt zu den Waldvideos ein bisschen rübergekommen, damit ich, ja, meinen YouTube-Kanal überhaupt noch so ein bisschen füttern, ne? Ab und zu mal so ein paar Spiele zum Zeigen für die Survival-Leute, weil im Grunde genommen war ja nicht mein Kanal nur für Scum gedacht, so, ne? Sondern das Fundament war eigentlich Survival, ne? Survival-Spiele allgemein. Das fand ich immer cool, hat mir immer Bock gebracht und nicht nur Scum. Ja, Scum bin ich hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, dass da halt die meisten Klicks und Views sind und die Leute wollten das halt, ne? Olli ist irgendwie Scum. Scum heißt Abschaum. Und jetzt sagt das Universum, nein, du sollst davon abkommen, du sollst kein Abschaum sein. Du bist zu was Größerem auserwählt oder wie auch immer.
Und so ist es dann tatsächlich, dass man jetzt zwangshaft halt sich irgendwie weiter entwickeln muss, ne? Ja. Und dann hofft man natürlich, gerade auch vor dem Hintergrund, Jubiläum, 3 Jahre Armut auf Twitch, ne? Nach 3 Tagen, ich habe bei Twitch angefangen, nach 3 Tagen war ich Affiliate. Und ab dem Punkt zählt das denn, ne? Also im September tatsächlich habe ich mit Twitch angefangen. Und ja, ich habe viele andere Twitcher dann so ein bisschen nebenbei so geguckt, auch kleinere oder sowas, wie machen die sich denn so? Und dann ist mir halt immer mal wieder aufgefallen, manche, weiß nicht, die werden ganz schnell groß irgendwie. Und andere, die, da passiert gar nichts und dann sind sie verschwunden halt, ne? Und ich habe eigentlich nicht Lust darauf, irgendwie was anfangen aufzubauen. Und dann verschwindest du genauso schnell wie, so leise wie die anderen halt, ne? Das ist natürlich suboptimal. Jetzt hat mein LP-Schmiede-Kanal aber 5 Jahre gebraucht, circa, glaube ich, ne, oder? Allgemein, wie lange es schon gibt. Um überhaupt ein bisschen Leute zu kriegen, die da mal vorbeigucken, die den Kanal gefunden haben, quasi, ne? Das heißt, wenn ich den jetzt löschen würde und einen neuen Kanal aufmachen würde mit einem anderen Thema oder sowas, einfach nur um zu probieren, vielleicht hast du mit einer anderen Sache ja mehr Erfolg. Das war bei Skum ja genauso. Man muss irgendwie probieren. Ja gut, aber andererseits müsste ich ja den... Ich muss ja den Kanal auch nicht löschen. Warum denn immer löschen, ne? Weil, ja, der eine oder andere, der sieht meinen Kanal und wundert sich denn, dass ich hier so quasi dann darüber so ein bisschen am Jammern bin. Aber gleichzeitig sieht er die Klicks hier teilweise bis über 1000 Klicks auf meinen kleinen Wurstkanal. Und wenn man selber anfängt und sowas, dann bist du froh, dass du 5 Klicks oder 10 Klicks oder sowas hast. Also mir ist das schon bewusst, dass das schwierig ist. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mich so schwer tue, ja, einfach den Kanal zu löschen, zu akzeptieren, das hat nichts gebracht. Und was Neues anzufangen, ne? Weil irgendwie hat es schon was gebracht, ist einfach so. Ne? Also, zwar keine Abonnenten oder Follower oder sowas, sondern ein Kern, eine Substanz halt quasi. Ne? Denn von den Klicks her war das ja gar nicht so schlecht. Wenn ich da mal Leute gucke, die 10.000 Abonnenten haben, die dicht gemacht haben, 20.000 Abonnenten, die genauso viel Klicks haben wie mein kleiner Kanal mit 2.000 Abonnenten oder sowas, ne? Also das Verhältnis ist gar nicht so schlecht. Aber ich selber bin trotzdem demotiviert und das ist man wohl immer. Ob du jetzt 10.000 Abonnenten hast, 20.000 oder was weiß ich was. Irgendwie geht es einem immer nicht schnell genug. Und ja, dieser Mainstream macht einen halt immer vor. Ja, schnell zu wachsen und so. Das sieht so einfach aus, wenn du die großen Streamer anguckst. Das sieht doch wirklich einfach aus. Was kann der oder die denn besser als ich? Und dann guckst du einen Augenblick zu und du findest nichts, was heraussticht, was herausragend ist. Ja. Und dann wunderst du dich. Ja, aber wenn ich vor der Kamera sitze, dann ist kein Schwein da. Wie geht denn das? Wieso ist das so? Wie sind denn die Leute zu denjenigen denn immer gekommen? Ne? Wieso... Wer entscheidet das? Ist es ein Computeralgorithmus? Puzzeln die irgendwie? Kaufen die Leute sich vielleicht hintenrum irgendwie ein? Ich weiß es nicht. Ich habe da auch so keine Erfahrung. Ne? Von diesem ganzen Kram da. Ne? Werden die gepusht? Gehören da vielleicht mehr und hintenrum zusammen, als man glaubt? Und so macht man sich dann halt Gedanken. Ne? Und viele haben viel mehr verdient. Und die Substanz ist ja auch wirklich da, wenn man das mal betrachtet. Wir sind ja 83, 84 Millionen Menschen in Deutschland. Und wenn du den Kanäle guckst, die haben 1000 Zuschauer oder so, dann ist das viel. Aber wenn du überlegst, dass 84 Millionen Leute sind alleine in Deutschland und du hast 1000 Zuschauer, dann ist das wieder arschwenig. Und das bedeutet wiederum, dass ja, da ja Potenzial noch sein muss irgendwie. Versteht ihr, wie ich meine? Da muss ja Potenzial sein, weil unheimlich viele Leute sind dann anscheinend nicht im Internet. Gucken nicht Videos oder gucken nicht Twitch oder wie auch immer. Weil selbst der größte Streamer hat ja auch, was weiß ich, der hatte, was ich gesehen habe, da war das etwas über 100.000 Zuschauer, glaube ich, ne? Deutscher Streamer. Im Verhältnis voll wenig.
Für den natürlich, ja, geil, Reichtum und so, ne? Platz 1 und so, aber im Verhältnis ist es immer wenig, ne? Zu der Gesamtmasse vom Land. Und dann hast du ja noch die anderen Länder, die internationalen, also den deutschsprachigen Raum zum Beispiel, Schweiz, Österreich und so weiter, die dann vielleicht auch mal bei dir vorbeipurzeln. Ne? Aber wer entscheidet das, wer bei dir vorbeipurzelt? Dann überlegt mal selber, wie seid ihr denn zu mir gekommen? Wie seid ihr auf LP-Schmiede gekommen? Und das ist die Frage aller Fragen, liebe Freunde. Da geht jemand ins Internet, auf YouTube oder wie auch immer, und gibt ja nicht Olli ein oder LP Schmiede oder sowas. Sondern du wurdest wahrscheinlich aufmerksam gemacht durch das Spiel, weil du Skum eingegeben hast. Und dann wurde ich da irgendwann mal angezeigt, ne? Also ist es letztendlich irgendwie doch dieser Computer, der einen da. Und der entscheidet, ob du groß wirst oder nicht. Und du selber kannst da gar nichts für. Und ganz ehrlich, ich hätte auch Geld in der Hand genommen, wenn ich es wüsste, wie das geht. Ja? Wenn da irgendwie ein System ist, ein Roboter oder sowas, der deine Videos oder deinen Stream nach oben babbelt, weil das ist ja hier nach Ranking, ne? Der mit vielen Klicks, der erscheint ja immer oben. Du gibst als Beispiel Skum jetzt ein, ne? Oder irgendein anderes Spiel, ist ja egal, dein Thema halt, worauf du Bock hast. Bei mir war es halt Skum die ganze Zeit. Du tippelst Skum in eine Suche ein von YouTube. Und der erste Treffer ganz oben steht Olli, LP Schmiede, wie geil. Und dann klicken die Leute darauf. Ohne dass du drei Seiten nach unten scrollen musst und dann erst dein Video erscheint. Weil da guckt keiner mehr, versteht ihr? Seien wir doch mal ehrlich, wie weit scrollt man in der YouTube-Suche nach unten, ne? Puh, selten, oder? Ich mach das meist nur dann, wenn da oben irgendwie meine Sprache nicht ist oder sowas. Na, ich mag das nicht so, dieses Fremdsprachenkram und sowas. Ich hätte gerne viele Sprachen gelernt, aber bin ich wohl zu doof zu. Also ich will deutsche Videos haben, mit anderen Worten. Ne? Und notfalls nämlich auch noch englische und sowas. Das geht auch noch so. Aber am liebsten halt fühle ich mich wohl schon in dem eigenen Sprachding, um wirklich da nichts misszuverstehen, so halbwegs. Ne? Versteht ihr, wie ich meine? Wenn man da irgendwie Tipps und Tricks und eine Erklärung braucht, dann ist es manchmal schwierig, wenn du selber dann noch übersetzen muss. Ja, jedenfalls, ich weiche schon wieder ab. Wir müssen vernünftige Symptome einleiten, liebe Freunde. Ich habe es euch oft genug gesagt. Da gibt es auch kein HI, das mit Tatsache richtig ist. Und wenn sich das nicht ändert, dann bleibt das auch so. Das sind weise Worte. Ich habe es euch oft genug gesagt. Merkt euch das. Also lasst jetzt ein Abo da und werdet möglicherweise Mitglied auf meinem Kanal, denn das ist das Einzige, die einzige Substanz, die einzige Belohnung, die ich hier noch auf YouTube habe. Sonst habe ich gar nichts mehr. Mir wurde alles genommen, liebe Freunde. Meine Heimat, meine Freundin ist weg, mein Beruf ist weg. Ich habe gar nichts mehr außer mich selbst. Aber wir wollen nicht jammern. Na, denn wozu fallen wir, um uns wieder aufzurappeln, liebe Freunde? Und du weißt ja nicht, ob das nächste Haus besser wird, du weißt nicht, ob die nächste Freundin besser wird. Der nächste Job besser wird, das Gehalt. Wer weiß das schon? Keiner kann doch in die Zukunft gucken. Ne? Ich kann ja nur im Jetzt leben. Mir gefällt das, was ich jetzt gerade mache. Videos drehen zum Beispiel. Oder auf Twitch vernünftige Symptome einleiten, sofern ich halt auch Zuschauer habe. Ist ja auch alles ziemlich abgestürzt. Das demotiviert total. Und ich sage euch, andere hätten wahrscheinlich schon lange zugemacht, ausgemacht oder wie auch immer. Und deswegen ist das bei mir persönlich so, ich erwarte Erfolg. Deswegen erwarte ich Erfolg. Aber vielleicht erwarte ich das auch zu doll und dann kommt das immer nicht. Ne? Weil ich habe ja gleichzeitig parallel gemerkt, dass da Leute, weiß ich, die größten, ja, Flachwürste in Anführungsstrichen, nicht böse gemeint, aber die haben dann auf einmal voll Glück. Von heute auf morgen. Ne? Und heute auf morgen werden die voll geguckt, geklickt und sowas. Und ja, und du selber denn nicht. Und ich glaube, es ist der ein oder andere, der selber mal das Stream ausprobiert hat oder Videos auf YouTube gemacht hat, der dann auch das vielleicht so versteht. Ja, das stimmt, ich habe auch Videos gemacht. Ich habe auch gestreamt und dann bist du da die ganze Zeit kein Zuschauer. Vielleicht ein, zwei Zuschauer. Dann redest du mit dir selber, dann fühlst du dich doof. Und wenn du dann zu den großen Streamern guckst, die haben Zuschauer. Na, selbst wenn da Schrott läuft oder so, es sind immer Zuschauer da, es sind immer Substanzen da. Die sind ganz anders drauf. Die sind gut gelaunt, die jetzt sabbeln, die haben eine Resonanz, die kriegen Subs oder Abonnenten und wie das Ganze heißt, da Klicks und Views und Interaktion. Und dann schaltest du deinen Kram wieder ein, bist motiviert. Oh geil, ey, das macht voll Spaß, Bremen. Und dann du redest wieder Stunden mit dir selber. Da kommt nicht eine neue Wurst zu. Ne?
Und dann gehst du zuckend abends ins Bett. Ja. Und fühlst dich traurig, weil du anscheinend ein Versager bist. Aber das System ist halt so. Das hat sich anscheinend gegen dich entschieden. Denn wie kann das sonst sein, dass andere von heute auf morgen auf Twitch oder YouTube groß werden, aber du selber nicht? Was ist denn an dir anders? Boah, die Mücken gehen mir hier schon wieder auf den Sack, ne? Und ich, ganz ehrlich, hätte das so gemacht. Ich sag's euch so, wie es ist, ne? Wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte oder die ich wüsste, dass ich da so einen Roboter und Bot irgendwie bezahlen muss und der zeigt mich dann immer die ganze Zeit an in der Suche ganz oben oder sowas. Ich hätte Geld in der Hand genommen, ich hätte das Ding schon gekauft. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja das, wo ich immer sage, ja, ich weiß nicht, warum ich nicht größer werde oder so. Wahrscheinlich muss ich mich hier irgendwie hochschlafen, aber ich habe den Dreh noch nicht raus. Ich weiß nicht, bei wem ich mich da melden muss. Ich habe nur gelernt, dass das alles computertechnisch irgendwie funktioniert, dass da so Algorithmus-Zeugs für oder gegen einen ist. Dass du gewisse Worte nicht sagen darfst, dass du gewisse Worte nicht im Titel und sowas schreiben darfst, dass du Sachen nicht in der Beschreibung schreiben darfst, aber gleichzeitig auch, dass du Sachen schreiben solltest und sagen solltest, die der Algorithmus dann aufnimmt und dich dadurch dann ein bisschen höher irgendwie einstuft oder wie auch immer. Also total crazy alles, oder? Ja, das sind so meine Gedanken, wo ich dann immer so ein bisschen hin und her schweife. Und die meisten oder viele haben auch Depressionen und sowas, ne? Dieses Influencer-Ding, das ist gar nicht so einfach, liebe Leute. Ihr müsst euch da aufraffen. Ich meine, ich rede seit einer halben Stunde oder wie lange? Seit 16 Minuten rede ich quasi ja mit mir selber. Hier ist ja keiner. Ich laufe im Wald und rede mit meinem Handy. Das ist ja schon mal ein bisschen komisch, wenn du dann gesehen wirst von anderen Leuten. Da denken die auch, der hat ja einen an der Marmel. Gleichzeitig sind es aber die Leute dann, die zu Hause abends irgendwie was gucken wollen. Ja. Die was gucken wollen. Und die Content-Creator und Influencer, die liefern halt. Auch wenn es in der Realität ein bisschen komisch alles aussieht oder sowas. Aber jeder von uns, wenn er dann abends im Bett oder auf der Couch liegt oder sowas, ja, will doch irgendwie was einschalten und irgendwie was sehen oder sowas. Ne? Alles ein bisschen unterhalten werden, das ist sonst langweilig. Ne? Kein Internet, kein Fernsehen. Ja, muss ich ein Buch nehmen, auch langweilig. Und ja, klickst halt auf Olli, hast einen sabbelnden Olli hier im Wald, der versucht, vernünftige Symptome zu akklimatisieren und eure Synapsen zu stimulieren. Und ich finde, das ist in Ordnung. Das ist doch nichts. Ich tue ja keinem Menschen was. Deswegen kann ich auch nicht verstehen, wieso es immer so viele Hater gibt. Aber gut, das hat mit den Streamern und YouTubern gar nichts selber zu tun. Diese Hater-Sachen, die passieren halt immer mal. Da musst du ein Fell für entwickeln oder halt bestenfalls haben. Sonst gehst du auch darunter kaputt, ne? Ist immer viel Neid, Missgunst, Hass und sowas im Internet und sowas. Und wenn man da anonym unterwegs ist, ja, dann schreiben manche Leute manchmal mal gemeine Sachen. Ja, oder machen Telefonnervereien, wenn das da deine Nummer geleakt ist. Schicken dir Pizza. Schlimmstenfalls kommt da eine Horde da bei dir nach Hause und belästigt dich dort. Weil wir wollen ja, im Internet sind wir gerne immer für euch da. Aber im Privaten doch nicht. Das muss man doch auch irgendwo verstehen, nicht wahr? Wir haben ja alle unser Privatleben. Ne? Wir geben ja nur Informationen raus, wo wir selber sagen, okay, das dürft ihr wissen oder wie auch nicht. Ne? Wer weiß denn wirklich schon, wie das Privatleben von den Leuten ist? Denn das meiste ist ja gespielt, also gefilmt. Ja, wenn du Arnold Schwarzenegger guckst, dann ist der ja auch nicht Terminator im echten Leben oder wie auch immer so als Beispiel, ne? Und manche halt Creator machen halt diese Themen, die anderen die. Und ich sage ja immer, wenn ihr da irgendwas nicht mögt, dann guckt das doch nicht. Also ich habe auch viele Leute, die ich nicht so mag unbedingt, ne? Oder wirklich abstoßend finde, teilweise mit ihren Content. Deswegen würde ich aber nicht da jetzt auf die Seite gehen und die ganze Zeit irgendwie Hassnachrichten da beleidigen oder was weiß ich was, wisst ihr? Den schaden wollen. Nö, ich denke da eher an Karma. Behandelt die Menschen immer so, wie ihr auch behandelt werden wollt. Eben vernünftig, ja. Und dann ist das doch alles ganz gut. Und man darf auch wirklich nicht vergessen, dass die Leute, wie gesagt, ja, für alle da sind. Und die, die das sehen wollen, die sollen das doch gucken. Scheißmücken. Ich habe mich fett angezogen hier heute. Wie gesagt, es ist voll warm. Aber ich trage ganz dick Jogginganzug bis hoch. Hals zugeknöpft hier und sowas, ne? Weil die sind sehr penetrant, diese Mücken diesmal irgendwie, ne? Ja, und jetzt äumel ich halt in dieser Schwebephase. Jo, keine Ahnung, was machst du jetzt? Probier's mehrere Spiele aus.
Wenn ich da viele Klicks habe, vielleicht finde ich dann mal wieder so ein Ding. War früher nicht anders. Ich habe immer wieder Spiele gespielt. Und bei Scum, das ist halt meine Erfahrung, da war das am höchsten. Ne? Die Leute wollten mich immer mit Scum sehen. Okay, dann spielst du Scum. Ob du Bock hast oder nicht, geht nicht darum. Du bist Creator, du machst das jetzt. Ne? Wenn man selbstständig ist, dann musst du dich auch selber treten. Das macht sonst keiner für dich. Kannst auch liegen bleiben, aber dann wird das nichts. Ne? Man muss dafür schon was tun, sag ich mal. Bestenfalls machst du halt Sachen, die dir Spaß bringen. Aber nur das, was dir Spaß macht, das bringt nicht unbedingt Erfolg halt. Das ist ja leider so, ne? Denn dann würde jeder sagen, ja, ich sitze jetzt zu Hause nur noch vorm Computer und spiele. Aber Leute, so ein Traum ist das auch nicht, ne? Ich meine, wenn du die ganze Zeit denn vorm Computer zu Hause bist und spielst, dann fehlt dir wieder die andere Seite. Guck mal, ich bin jetzt im Wald. Ich könnte aber auch vorm Computer hängen. Nee, man muss sich treten, Alter. Es gehört auch das normale Leben dazu. Ne? Und wie gesagt, wenn du dich nicht bewegst, so eine Mindestbewegung, dann fängt dein Körper sich an zu zersetzen. Und wir wollen ja nicht, dass wir zersetzt werden, während wir vorm Rechner sitzen und Spiele spielen. Und hier sitzt ja nur noch ein Skelett auf dem Bürostuhl denn da, auf dem Gamingstuhl. Das muss ja auch nicht sein, ne? Aber das fängt halt an mit Rückenschmerzen. Das heißt, du sitzt zu lange, musst dich öfter bewegen. Bewegung ist halt alles, gehört immer dazu. Und wenn das Wetter jetzt so gut ist wie jetzt, da jammer ich nicht, es ist zu heiß oder sowas. Nee, ich zieh mich auch trotzdem dick an, aber beweg halt. Beweg dich, ne? Beweg deinen Arsch. Hüfte tut manchmal weh. Immer irgendwelche kleinen Wehwehchen oder wie gesagt Rücken oder irgendwelche Sehnen und Bänder und dann, oh, oder Nackenschmerzen oder gibt alles, ne? Gerade wenn man über 40 ist, wie ich jetzt. Na, ich weiß, ich sehe ja noch aus wie 30, aber richtig und wichtig wäre es doch dennoch, dass du nicht vom Altern weglaufen kannst. Und wir wissen, dass Ernährung und Bewegung am wichtigsten ist. So, dann habe ich versucht, jetzt eure Synapsen nochmal zu akklimatisieren und in Wallung zu bringen. Liebe Freunde, ihr seht es mittlerweile selbst. Es ist ein wunderschönes Grün. Grün ist die Farbe der Heilung. Und vielleicht heilt sich, ja, bei mir mein Business, mein Kanal ja auch irgendwann mal wieder. Ne? Und das wäre wirklich schön, wenn der ein oder andere, der das jetzt hier sich reinzwiebelt, das Video, dem Olli einfach mal abonnieren würde. Ne? Dann sehe ich das. Okay, du hast einen Interessent, so heißt es, glaube ich, mehr, der das vielleicht gut findet, der dich unterstützt. Support tut nicht weh, Support ist gut, unterstützt die Leute, die ihr mögt, wo ihr meint, jo, das könnte was werden, oder? Wie gesagt, allgemein einfach eine Belohnung im Bonbon. Damit meine ich nicht nur mich, sondern alle Streamer oder alle Content Creator, weil ich habe jetzt die Erfahrung lange genug gesammelt, liebe Freunde, ich weiß, wie das ist, Alter. Und wenn da jemand einen Sub rausballert, eine Mitgliedschaft macht, ein Abo oder ein Follow, das ist schon schön, dann fühlt man sich motiviert einfach, ne? Weil was anderes haben wir ja nicht. Was anderes haben Content Creator nicht, außer das. Ne? Diese virtuellen Daumen hoch, diese Klicks und wie das ganze Zeug so heißt. Ne? Vom Sub oder sowas, meist kriegst du ja eh nur die Hälfte, ne? Wenn wir das monetär mal sehen. Ist auch nicht die Welt. Aber es geht manchmal gar nicht um Geld, sondern einfach nur um, ja, hast du fein gemacht, ne? Braves Hündchen, so einmal so über den Kopf streicheln. Das ist so ein kleiner Sub. Na, hast du brav gemacht, einmal so über den Kopf streicheln, den Hund so. Und dann freut man sich schon selber auf das nächste Video, ne? Bei meinem Kanal war es so, dass da immer mal wieder Leute gekommen sind wegen Neid und Missgunst und die haben dann immer versucht, bei mir abzuwerben, ne? In deren Augen bin ich vielleicht ja ein großer Content Creator, weil sie selber gemerkt haben, ey, das ist ja total ätzend schwer, da mal irgendwie 500 Klicks auf den Kanal zu kriegen, 1000 Klicks, da träume ich ja von. Ja. Während ich selber fühle mich ja hier wie die kleinste Wurst, weißt du, wie ich meine? Aber ich will euch ja nur ein bisschen aufheitern, aufmuntern, dass es bei mir nicht anders war, ja. Es gibt halt die Leute, die ewig sich hier reinsetzen und was machen und Erfolg haben wollen. Aber der kommt einfach irgendwie nicht. Und das wird auch immer so sein, dass es da welche gibt, die unter einem anderen Stern irgendwie geboren sind und die sofort immer alles im Arsch gesteckt kriegen, Glück haben und sowas. Ne? Das ist ja wie in der Familie, die du reingeboren bist, kannst du ja selber gar nichts für. Und dann gibt es welche, die sind in Millionärs- oder Milliardärsfamilien reingeboren. Die kennen alle diese Sachen gar nicht. Die kennen unser Leben gar nicht.
Ne? Das ist Klassengesellschaft. Die kennen das alles gar nicht, diese Sachen, worüber wir uns Sorgen machen. Ne? Ja. Und ich weiß, die Masse ist halt die, die am Verlieren ist. Und das finde ich schade. Und deswegen will ich aber auch gleichzeitig ein bisschen aufmuntern an alle, die ja bei mir immer irgendwie gebettelt haben, um meine Zuschauer wegziehen oder wie auch immer. Ne? Ich habe euch das immer gesagt, lasst den Scheiß, das bringt nichts. Dadurch kommt ihr nicht groß. Wenn ihr selber gut seid, dann habt ihr sowas gar nicht nötig, andere Leute da, die Leute wegzubetteln oder so. Ne? Hier, kommt mal bei mir. Das war ja ganz schlimm zum Schluss. Ne? Da kamen die ganzen anderen Streamer bei mir in mein Stream und haben immer reingeschrieben, hier, kommt auf meinen Server und so, und dann voll Werbung. So, ne? Ja, aber ich sag den Zuschauern und den Streamern selber auch immer, wenn du gut bist, dann hast du sowas gar nicht nötig. Das zeigt ja nur den Charakter von den Leuten und dass sie halt nicht gut sind. Ne? Es gibt sonst keinen Grund, so einen Quatsch da zu machen, überall hin. Immer so hardcore-aggressive Kampfwerbung für sich selbst machen. Einfach nur in der Hoffnung, einen Zuschauer mehr zu generieren oder sowas. Ne? Und statt durch seinen eigenen Content, durch die eigene Leistung zu glänzen. Ich konnte mir immer sagen, ich habe dafür ja was gemacht. Durchgängig. Ich habe nicht einen Tag gehabt bei YouTube, wo irgendwie ein Video ausgefallen ist oder sowas. Ne? Da kenne ich ganz andere Kanäle, die da wochenweise irgendwie keine Videos rausgebracht haben. Ja, ich war doch krank und sowas. Oder ja, ich hatte da private Probleme. Interessiert mich alles nicht. Du hast ein Video am Tag zu machen und dann machst du das auch. Das ist selbstständig sein, ne? Aber gut. Es ist so, wie es ist. Und wie gesagt, egal welche Größe du hast. Ne? Selbst wenn man das schafft, 100.000 Abonnenten zu haben, dann habe ich die nächste Zahl. Ja, 500.000 wäre vielleicht auch nicht schlecht. So eine 500.000 Abonnenten hört sich ja gut an. Ne? Wisst ihr, ich glaube, das hört gar nicht auf, egal wie groß man ist. Deswegen werden die Konzerne auch immer größer und sowas. Ne? Die können sich auch nicht zufrieden geben. Das gehört, glaube ich, alles zu diesem Kapitalismus dazu. Und diesem ewigen Wachstum. Ne? Aber so wirklich so 100.000 Abonnenten ist wirklich so mein Ziel. Ich habe das von Anfang an gesagt. Auf Twitch 100.000. Nee, auf Twitch war die Twitch-Partnerschaft mein Ziel. Auf Twitch wollte ich Twitch-Partner immer sein. Ne? Deswegen feiern wir ja 3 Jahre Jubiläum, 3 Jahre Armut auf Twitch gerade derzeit im September jetzt. Ne, vor 3 Jahren habe ich damit angefangen. Habe ich meinen Job gecancelt und habe gesagt, okay, wenn du jetzt eh hier zu Hause hocken musst, ne, dann versuchst du eben mal Twitch und YouTube weiter auszubauen. Ne? Also YouTube habe ich eh gemacht, Twitch habe ich dann angefangen. Ja, und ja, wie gesagt, man muss halt seinen Platz einfach finden, das ist das Ding. Ne? Und irgendwo wird es das schon noch ein Krümelchen für mich sein im Internet. Denke ich mal. Und wenn ich mich da irgendwie nackt im Pool setzen muss, wie die ganzen Girls da auf Twitch, und dann reibe ich meinen dicken Bierbauch hier. Ja, Leute, auf einmal 1.000 Zuschauer. Oh shit, wieso hab ich nicht früher meinen Bierbauch eingerieben mit Seife oder sowas, ne, wenn die Leute draufstehen so. Ja, also, weiß ich auch nicht, was soll ich dazu sagen, ne? Ist halt der Zahn der Zeit irgendwie, also das ist ja, da ist ja Content, der angesagt ist, ne, was soll ich denn dazu sagen, Leute? Als jemand, wo die Synapsen teilweise noch funktionsfähig sind, sage ich mal, da schüttelst du dir den Kopf halt. Aber die Leute wollen das halt. Und dann musst du halt das machen, was die Leute wollen. Und deswegen sitzen die Mädels im Pool. Ja. Oder die Leute machen das, was sie machen. Na? Wie soll sie die Bestätigung aus dem Internet kriegen? Und wenn, wie gesagt, das ist bei mir nichts anderes, wenn ich jetzt irgendwie Bestätigung kriege. Also ganz viele Klicks immer wieder auf einer Sache. Wenn die Waldvideos jetzt hier immer 10.000 Klicks oder sowas kriegen würden. Voll Resonanz, überall voll die Mitglieder und sowas. Jetzt auf meinen YouTube-Kanal, jetzt direkt. Ja, meint ihr, dann würde ich sogar im Winter hier im Wald gehen, ey. Ist halt so, dann machst du das, was die Leute wollen. Ich mache nicht das, was ich will, sondern das, was die Leute wollen. Es bringt mir nichts, das zu machen, was ich will, wenn du keine Resonanz hast. Wenn da niemand ist, der das sehen will, da wirst du selber nur traurig. Also diese Dauertipps, ja, mach doch das, was dir Spaß macht, das kannst du nicht bringen. Ne? Du willst was werden, du willst Geld generieren.
Und wie oft im Leben machst du Geld durch Sachen, die du magst? Wäre schön, wenn das immer so wäre, ne? Aber ganz oft ist es doch so, dass man sich da eher immer zu den Jobs quält oder wie auch immer. Nicht, weil man das so lebensgerne tut, sondern weil du das Geld brauchst. So kenne ich das halt, das Arbeitsleben, ne? Ja. Und so läuft die Zeit. Und so läuft dann die Zeit. Und der Olli sucht immer noch sein Plätzchen im Internet. Ja, selbst wenn das nichts wird, Erfahrung hast du auf jeden Fall gesammelt. Ne? Und guck mal, wenn du durch, so wie ich jetzt, 5 Jahre durchgehalten hast, durch alle Scheiße da, ja, mit 0 Zuschauern die ganze Zeit oder 0 Klicks die ganze Zeit und so, ja, dann hast du halt die Erfahrung gesammelt, ne? Von klein auf an. Das ist, ich sag mal so, das ist wie ungefähr wie bei Bundeswehr. Das erinnert mich gerade so wie bei Bundeswehr, versteht ihr das? Manche Leute, wie ich zum Beispiel, die haben es da nicht so einfach. Ja, es gibt doch welche, die kommen zum Bund und sind direkt Offizier. Verstehst du, die fangen sofort in der Offiziersebene an. Bei mir war das so, ich bin von klein auf an. Ja, ich war Mannschafter, Leute. Gefreiter, Obergefreiter war ich. Von ganz unten, ne? Flieger war mein erster Dienstgrad, hört sich gut an, ne? Ist aber nix. Unteroffizier, Stabsunteroffizier. Dann die Feldwebelebene, dann die Kündigung. Und der, der mich befiehlt, der ist direkt Leutnant. Der hat diese Klassen nie mitgemacht quasi, ne? Und so ist eben das Leben. Ne? Und man muss halt lernen, mit den Karten irgendwie zurechtzukommen, die das Leben dir zugeteilt hat, ne? Und wenn ich immer von klein auf an von null hoch mich hochackern muss, ja, ist was scheiße. Ich hätte mir das auch alles leichter immer vorgestellt, das Leben und sowas, ne? Die Karriere, Beruf und sowas. Na, wieso habe ich denn kein Glück, ne? Aber ich weiß, dass ich ja nicht der Einzige bin, weil dann ist man wirklich traurig. Und deswegen versuche ich ja, die Leute aufzumuntern, weil ich bin davon überzeugt, dass es davon ganz viele gibt, die dann auch traurig sind. Immer habe ich Pech und sowas, ne? Und dass man da nicht in Depression verfällt, sondern eben, du kannst dir dann auf jeden Fall sagen, du hast eine Menge mehr Erfahrung und auch Weisheit als andere Leute. Denn die Weisheit, die kannst du dir nicht irgendwie so erkaufen durch so einen Abschluss oder sowas. Die Weisheit, liebe Leute, die müsst ihr gelebt haben, versteht ihr? Und ich kann immer sagen, wie es als Gefreiter jetzt, also im Vergleich zur Bundeswehr jetzt war, na? Wie es da war, wie war es als Unteroffizier, wie war es als Feldwebel, na? Und das kann ein anderer gar nicht sagen, der da nie irgendwie diese ganzen Sachen so durchlebt hat, na? Also das sind nur Bereiche, wie gesagt. Denn wenn du jetzt auf Twitch oder auf YouTube direkt sofort 100.000 Abonnenten oder sowas hast, voll erfolgreich, dann weißt du ja gar nicht, du kannst es ja gar nicht den Wert, ne? Dir ist der Wert ja gar nicht bewusst. Oder als 18-Jähriger machst du frisch deinen Führerschein, deine Eltern kaufen dir gleich so einen dicken Porsche. Also versteht ihr, so schön das auch ist, ne? Jeder hätte das gern so leicht und sowas, ne? Aber diese Leute, da fehlt dann die Weisheit halt. Einfach diese Lebenserfahrung, die habt ihr aber. Und deswegen wollte ich euch da nochmal eben kurz aufpäppeln, dass ihr dann nicht so komplett traurig seid oder euch als Versager oder sowas fühlt. Wir, die von Anfang an Teller waschen und sich hoch abackern müssen, ne, denen nichts geschenkt wird, liebe Freunde, die haben halt eine ganz andere Substanz. Ne? Und letztendlich zählt doch das wirklich das Einzige, was du aus dir gemacht hast. Ja, diese Weisheit, diese ganze Lebenserfahrung, die du gesammelt hast. Ja, dein Porsche oder sowas, der gammelt irgendwann weg. Das rostet weg. Und was hast du denn für eine Erfahrung gesammelt? So weiß ich auch nicht. Wurde dir geschenkt? Kannst du immer irgendwie, wenn da eine Schramme drin ist, egal, habe ich ja eh nicht gekauft, kriege ich halt wieder einen neuen geschenkt. Also, das sind schon so Sachen, ne?
als Beispiel, damit die Leute sich vielleicht so ein bisschen beruhigen, weil dieses Potenzial an Aggressivität ist ja unheimlich im Internet und ich glaube, das liegt daher, weil die Leute mit sich selbst unzufrieden sind. Ich bin ja in Anführungsstrichen Hobbypsychologe, ich befasse mich damit so ein bisschen, ne? Und analysiere, warum Menschen kriminell werden oder wie auch immer. Ne? Und ich kann das mittlerweile immer mehr, je älter ich werde, desto mehr kann ich verstehen und sowas. Ne? Wieso ist das denn so und so? Und das ist eben das Leben halt quasi. Ne? Tja. Liebe Freunde, so sieht's aus. So, jetzt haben die Mücken mich aber hier schon fast leer gesaugt. Ey, voll ätzend. Liebe Freunde, das Video ist schon wieder 35 Minuten lang. Extrem XXL hier im Wald. Denkt dran, ne? Wir müssen vernünftige Symptome einleiten. Deswegen jetzt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf Abonnieren drücken. Geht auf meinen Twitch-Kanal, drückt auf Follow jetzt. Schließt einen Sub ab. Schließt eine Mitgliedschaft ab. Und dann, liebe Leute, seid ihr auf jeden Fall gewiss, dass ich meinen Arsch hier weiterhin hochkriege und versuchen werde, vernünftige Symptome für die Allgemeinheit hier im Internet zu bringen.